Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust Elysian Tale. Wir haben endlich das verschneite Hochland erreicht, aber bevor ich hier weitermachen will, haben wir noch andere Sachen erst einmal zu tun. Okay, hier geht's direkt auf die Sorgenwiese zurück. Aber da wollen wir erstmal nicht wieder hin, wir wollen auf die World Map. Und ja, da sind die Schwarzmoorberge, das neue Gebiet. Okay, auf der Lichtung war ein Fädchen, was auch immer das da gemacht hat. Fidget fehlt. Wir wollen aber jetzt erstmal in das Dorf Aurora zurück. Hier gäbe es noch ein Secret, vielleicht hole ich das auch gleich noch. Aber erst einmal will ich die eine Aufgabe noch abgeben. Und zwar der Kombobrecher. Und dann will ich noch die Bestienspeere schnell sammeln gehen in der Lichtung. Dort haben wir ja auch noch ein paar Sachen nicht entdeckt. Hier erstmal deine Quest. Alright, Corbin, I've managed a 1000 hit combo. I knew you could do it, Dust! Someday, I'm gonna be just as powerful as you! And then I'll be able to get a 1000 hit combo. Ja, vielleicht. Well, let's hope you never have to. Ja, stimmt auch wie das. Yeah, believe me, hitting 1000 takes a while. I should know. Ja, da hat Fidget recht. Ohne sie hätten wir die Combo nicht geschafft. Oh, should you? I've gone 1000 hit combos. I get them all the time. Forever. Jetzt ist Fidget eingeschnappt. Yeah, of course you do. Come on, time to go. Ja. So, Mission abgeschlossen. Kriegen wir auch was Schickes dafür? Wir können auf jeden Fall mal kurz in den Laden gucken. Welcome back. Okay, erst einmal Verkaufsmodus. Wir haben hier erst einmal ein paar Rüstungen, die wir nicht mehr brauchen. Das brauchen wir nicht mehr und einen davon können wir auch abgeben. Ringe behalte ich mal, aber kaufen könnten wir was, und zwar nicht Wiederbelebungssteine, ich will mal ein paar von denen hier, und zwar, dass ich auf 10 Stück bin. Ah, zwei Wiederbelebungssteine wären auch nicht schlecht, wir haben ja genug Gold. Thank you for coming in. I can almost... So. Das dürften hier... Oh, wir haben sogar 1000 Gold für die... für die Mission gekriegt, sehe ich gerade. Und Hot Dogs. Auch nicht schlecht. Gut, jetzt will ich mal ganz kurz hier unten entlang gucken. Hier bei der Herausforderung nämlich müsste es noch ein Secret geben. Das will ich mal finden. Deswegen lasse ich die Herausforderung einfach mal sein. Und gucke, ob ich das Secret finden kann. Aua. Ich habe das Gefühl, das ist da oben. Autsch. Ich würde gerne da hochkommen, aber ich glaube, da komme ich nicht hoch. Ohne... Naja, gut. Ich würde die Herausforderung eigentlich liebend gerne abbrechen, aber ich glaube nicht, dass ich das kann. Deswegen machen wir die nochmal schnell. Wow. Auch wenn mich das Punkte kostet, was ich hier gerade tue, aber ich will sie ja nicht auch besser machen, sondern ich will einfach nur durch. Ja. So. Hier durch. Warte ich das Flammenmeer. Die Sterne sammeln, das mache ich offscreen, wenn ich
wenn ich das Let's Play durch habe und es dann offscreen weiterspiele. So. So. Und das war's mit den extra Punkten für die Zeit. Einfach raus hier. Die Wertung ist wahrscheinlich nicht so toll. Na, sie reicht immerhin noch für 3 Sterne. Okay. Das war jetzt unnötig, weil ich glaube, dafür brauchen wir sowas wie einen Doppelsprung. Deswegen würde ich gerne wieder hier hoch, so. Und Aurora verlassen. Jetzt will ich, wie gesagt, auf die Lichtung gucken. Und ja, ich benutze immer den Staubsturm, weil ich damit am schnellsten vorwärts komme, habe ich immer das Gefühl. Die Wachen stehen immer noch hier ganz angespannt, obwohl die Feinde alle weg sind. So. Fidget futtert. Da sind die Höhlen, die Weihestätte, der Schützenpass, da habe ich auch noch ziemlich viel. Im Wald und im verborgenen Hain, da kann ich ja auch erst später hin. Jetzt will ich erstmal hier lang. Und zwar gehen wir am besten hier rein. Na, hier müsste ein Secret sein, wo wir nur mit Slidern hinkommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und hier ist das Secret auch schon. Und jetzt wie weiter? Ah, höher. Okay, hier geht's. Leider nicht zurück. Hier kommen wir nur mit einer Bombenfrucht durch. Dann nehmen wir uns mal die Bombenfrucht hier. Und bumm. So. Oh, diesen Insekten. Selbst hier sind wir nicht vor denen sicher. Aber ich glaube, hier müsste dann langsam der Weg nach oben kommen, genau. Hier sind wir schon wieder ganz am Anfang fast. Wow, und sogar hier haben sich Gegner eingenistet. Kommt, droppt Speere. Ich brauche Speere. So, hier war die Zwischensequenz und der erste Speicherpunkt. Ein bisschen Nostalgie. So, kurz Quick Save gemacht und weiter geht's. Da wollte sich einer von hinten anschleichen. Und ja, die stellen ja eigentlich gar keine Probleme mehr für mich da. So, Münzen einsammeln. Auf die stylische Art. Muss mal gerade gucken. Ich brauche für die Mission hier Bestienspeere. Bestienspeere habe ich 5. Den hast du noch 3 Stück. Hier habe ich den Staubsturm bekommen. So. Levelaufstieg sogar. Ich frage mich, für was Papier gut sein soll. Machen wir mal kurz das Level ab und zwar geht's wieder auf Fidget. Und dann können wir auch gleich mal ein bisschen unfair sein bei diesen Kindern und sie einfach mal wegbrennen. So. So,
So, noch ein paar von euch weniger. Eigentlich tun sie mir fast schon leid, diese Mondblüte-Abkömmlinge. Die können auch nichts dafür, dass Gaius ihren Vorfahren die Hölle heiß gemacht hat. So. Weg mit euch. Und dann müssen wir, glaube ich, hier unten weiter. Nein, doch nicht. Hier geht's nur zurück. Ah, ja. Machen wir den kleinen Abstecher. Hauen uns hier. Oh, eine Haut. Die brauchen wir ja nicht mehr. Die hatten wir für die Vorqueste gebraucht. Für die vorherige Aufgabe. Hier runter. So. Und dann hier runter. War es, glaube ich, richtig. So. Genau, hier geht's weiter. So. Sturzkampf. Dann kommen wir ja bald bei unserem ersten Händlerfreund, beziehungsweise bei unserem Händlerfreund im Allgemeinen vorbei. Ja, fürchtet meine Klinge. Oder so ähnlich. So. Komm, gib mir Speerspitzen. So, nach unten. Hier werde ich ja schon nach unten gepustet, sozusagen. Hier ist unser Freund. Und hier muss ich nach oben. Jupp. Nämlich hier nach oben. Safe Point. Und hier gibt es dann wieder ein Secret. Nämlich hier unten, soweit ich das noch richtig weiß. Genau. Hier gibt es einen Käfig. Den ersten Käfig, den wir gefunden hatten. So, der braucht ganze 4 Schlüssel. Und wen haben wir diesmal hier drin? Den Meat Boy. Plus 5% Gesundheitsbonus. Ja, ist klar. Ja, den Super Meat Boy haben wir gerettet. Hui, und jetzt geht's hier runter. Hier unten scheint es nämlich auch noch was zu geben. Außer Stacheln. Ja, erst einmal eine dicke Wand. Ups, das war nicht im Sinne. Ah, eine hat überlebt. So. So, und dann müssen wir hier rüber. Mhm. Und kriegen 2 Schlüssel. Sehr schön, damit wird das auch abgehakt. Und wir können hier wieder hoch. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht alle solche Secrets noch offscreen, onscreen einsammeln. Vielleicht werde ich manche auch offscreen, vor allem auf der Sorgenwiese. Aber das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt sehe ich erstmal nur, bevor wir weitergehen, die Lichtung machen. Dass wenigstens das allererste Gebiet mal 100% hat. Bauplan für eine Eierschale? Plus 1 Angriff, wie niedlich. So, und dann müsste da der letzte Bereich sein. Noch ein Bauplan für eine Steinweste. Genau, hier müssten wir hochkommen.
uns hier durchschlagen. Und noch mehr Wandhähnchen einsammeln. Und das hier sieht wieder aus nach... Oh Gott, nach einem Wettbewerb. Den gucken wir uns aber gleich an. Erst einmal mache ich wieder einen Cut. Bis gleich.